ein Jahr AIDA Prima und 828 Jahre Hamburger Hafen. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Event. Ja, hier von einem ganz besonderen Geburtstagskind, was morgen hier Geburtstag feiern wird. AIDA Prima wird ein Jahr alt und ich habe es schon erwähnt, der Hamburger Hafen, unser Gastgeber auch dieses Jahr wieder. Ja, wenn AIDA Prima hier durch den Hafen jetzt gleich in wenigen Augenblicken auch seine kleine Hafenrundfahrt beendet hat, wird 828 Jahre alt. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, AIDA ist natürlich auch wieder mit dabei. Wir freuen uns auch heute Abend wieder auf ein großartiges Feuerwerk. Aber das ist nicht das Einzige, was sich an diesem Wochenende hier im Hamburger Hafen alles ereignet hat und noch ereignen wird. Wir freuen uns natürlich auf die große Auslaufparade morgen hier. AIDA Prima wird zu diesem Zeitpunkt dann schon leider nicht mehr mit dabei sein. Wir sind dann schon auf dem Weg zu einer ganz besonderen Kurzreise. Aber AIDA, ja, wir sind nicht das einzige Schiff, mit dem wir hier in diesem Hafengeburtstag vertreten sind. Gestern war bereits AIDA Vita vor Ort, heute AIDA Prima und morgen AIDA Luna und AIDA Sol. Ja, wo werden wir überall gesehen? Ich hoffe natürlich, genauso wie auch letztes Jahr zur großen Taufe von AIDA Prima mit mehr als 1,6 Millionen Zuschauern. Dieses wollen wir natürlich auch wieder erreichen. Über 1 Million Zuschauer sollten da mittlerweile jetzt schon dort überall hier im Hafen verteilt sein und sie genauso natürlich auf die großartige Lichtershow mit AIDA Prima warten und natürlich auch das Feuerwerk. Aber wir sind auch ganz, ganz sicher, unsere Schwesternschiffe schauen natürlich ebenfalls zu. An dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an die Kollegen und Gäste auf unseren anderen Schiffen. Unsere AIDA-Fans sind natürlich mit dabei auf unserer Facebook-Seite live und natürlich einige davon auch in unserem Hamburger Beach Club. Und die waren heute schon an Bord und haben sich bei Schweinefilet mit Kräuterkruste mal so richtig den Bauch vollgeschlagen und sich auf diese Feierlichkeiten vorbereitet. Ja, natürlich hier an Bord ist natürlich auch einiges los. Unser Schiff ist voll, natürlich ganz klar zu einer so ganz besonderen Reise. Die erste Kurzreise mit AIDA Prima und das zu einem ganz besonderen Moment, der Hafen Geburtstag und das mit diesen Feierlichkeiten. Wo und wie kann man tatsächlich schöner auslaufen als mit diesem unglaublichen Szenario hier bei uns im Hintergrund? Party hier an Bord und natürlich auch Party bei uns im Hafen. Und Sie, meine Damen und Herren, liebe Gäste, die Sie uns jetzt gerade im Internet zuschauen, Sie können live mit dabei sein. Und das Ganze im Netz. Und unsere AIDA-Fans kennen das. Hashtag unter dem Hashtag AIDA Celebration auch bei uns oben eingeblendet. Alles das, was Sie mit Hashtag AIDA Celebration posten, wird natürlich auch auf der www.aida.de/Hafengeburtstag den ganzen Abend komplett veröffentlicht. Und da kann man das Ganze auch entsprechend noch nachlesen. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, es ist genau ein Jahr her. Am 7. Mai 2016 war es, als wir im 20. Jahr dieser großartigen Geschichte einer wunderbaren Kussmundflotte Kreuzfahrt neu entdecken wollten. Wir haben uns auf den Weg gemacht mit AIDA Prima, das alles mal ein klein wenig anders anzugehen. Und ich werde Ihnen in wenigen Augenblicken fragen, unseren General Manager Konstantin Burkemper, ist das Konzept dann aufgegangen? Ist das alles so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben? Wie es damals begann, als wir am 21. April 2016 erstmalig hier mit diesem wunderschönen Flaggschiff AIDA Prima hier im Hamburger Hafen an der Elbphilharmonie vorbeigefahren sind. Und als dann am 7. Mai 2016 mit Kapitän Detlef Harms und unserer Taufpatin Emma Schweiger ein neues Kreuzfahrtkapitel in dieser wunderschönen Geschichte begann. Das war damals recht spannend. Ich habe mir sagen lassen, in der Taufflasche, die damals am Bug von AIDA Prima zerschellte, waren 12 Liter Champagner drin. Moët en Chandon. Gut, das haben sie uns erzählt. Wir wollen natürlich jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit drüber reden, sondern wir wollen das Ganze auch noch mal sehen. Deswegen haben wir hier für Sie, für uns, für alle, die letztes Jahr dabei waren und auch die, die noch nicht mit dabei waren, einfach mal die schönsten Bilder zusammengefasst. So war es beim 827. Hafengeburtstag im Mai 2016, als AIDA Prima das Licht der Meere erblickte. Viel Spaß. Gerade eben flüstert mir die Regie aufs Ohr, es kann jede Sekunde so weit sein, dass Kapitän Detlef Harms und die Taufpatin von AIDA Prima den Balkon betritt, um AIDA Prima endlich zu taufen. Ein lang ersehnter Moment von unseren Gästen. Hallo, hier ist Emma und gleich bin ich Patentante.
Du schönes Schiff, ich taufe dich auf den Namen Aida Prima. Ich wünsche dir, deinen Gästen und deiner Crew allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Was für unglaublich emotionale Bilder, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Alleine den Taufsong von Mark Lingnau noch mal zu hören, Feel the Call, mit diesem unglaublich eindrucksvollen Feuerwerk in 150 Meter Höhe, 200 Meter Breite. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das große AIDA-Feuerwerk 2017 dieses Jahr zum Hamburger Hafengeburtstag, dem 828. Hafengeburtstag, aussehen wird. Ja, wir haben es gerade gesehen, ein paar Bilder von der Taufe. Es begann ja damals in Japan, als am 14. März 2016 das Schiff AIDA übergeben wurde im Rahmen des großen Flaggenwechsels. Anlässlich dieses Momentes gab es vom Erbauer des Schiffes, von MHI Industries, ein ganz besonderes Geschenk für einige auserwählte Menschen. Und das möchte ich Ihnen mal ganz kurz zeigen. Und zwar ist das eine kleine Kachel in Kobaltblau und das anlässlich der Auslieferung von AIDA Prima. Und da ist AIDA Prima auch in dem Schiff entsprechend als Schiff mit drin und das Ganze in Platin. Und das ist eins der wenigen letzten Exemplare, die es dazu gibt, in einer limitierten Auflage von 100 Stück, die damals Präsident Felix Eichhorn, unser CEO Costa Group, Michael Tamm und so weiter, alle bekommen haben. Und ich habe noch so ein Exemplar retten können und wir würden das gerne heute verschenken. Das Einzige, was Sie tun dürfen, naja, dann posten Sie einfach bei unserem Livestream auf der Facebook-Seite und am Ende dieser Sendung werden wir dann den glücklichen neuen Besitzer bekannt geben. Also, wer das haben will, wird anschließend per E-Mail benachrichtigt, aber den Gewinner geben wir heute schon bekannt. Das könnte demnächst in Ihrer Wohnzimmervitrine stehen. Dort, wo vielleicht sogar schon die Resten liegen. Andenken von AIDA sind. Und einer, von dem ich hundertprozentig weiß, dass er ebenfalls Andenken sammelt, ist unser General Manager Konstantin Burkemper, der letztes Jahr gemeinsam mit mir dieses wunderschöne Schiff in Dienst gestellt hat. Und ich bin sehr froh, dass er auch heute zu diesem ganz besonderen Event natürlich auch da ist. Deswegen begrüße ich ihn und sage, schönen guten Abend, Konstantin. Herzlich willkommen zu einem tollen Geburtstag. Heute feiern, morgen feiern. Schön, dass du da bist. Absolut. Ja, Stefan, vielen Dank für die Einladung. Natürlich guten Abend, lieber Stefan. Und natürlich auch guten Abend, liebe Gäste, guten Abend, liebe Internet-Fangemeinde, natürlich guten Abend, Hamburg. Konstantin,
Ich habe gerade gesagt, du bist ja auch so ein kleiner Jäger und Sammler von Andenken. Du hast was in der Hand, da wird mir wieder gleich ganz warm ums Herz. Was ist das? Absolut. Nachdem ich gehört habe, dass du hier natürlich eine kleine Aktion startest mit dieser wunderbaren Kachel, die wir ja damals geschenkt bekommen haben, habe ich natürlich mal bei mir so ein bisschen nachgesehen und habe auch noch etwas gefunden. Und zwar diesen wunderschönen Holzbecher, ja, den wir tatsächlich alle auch überreicht bekamen mit einem Schluck Saki im Rahmen der Flaggenzeremonie. Und den will ich natürlich auch gerne stiften. Den gebe ich mit dazu und den können wir natürlich dann auch gerne unter die Gäste bringen. Sehr, sehr gerne. Also wenn Sie die Kachel und diesen Andenken-Sagebecher haben wollen, weißt du, wer da draus getrunken hat? Du, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen. Allerdings, es waren tatsächlich nur sehr, sehr viele illustre Gäste und natürlich auch Besatzung mit dabei. Allerdings ganz sicher jemand sehr Charmantes. Also 100%. Dann kann es nur der Becher vom Präsidenten gewesen sein. Wir streuen das jetzt einfach mal als Gerücht. Aber wenn Sie den haben wollen, dann gucken Sie mal, wenn noch ein bisschen DNA dran ist, dann darf man sich anschließend selber einen kleinen Präsidenten züchten. Kann man ja machen. Absolut. Ich gebe das mal ganz kurz an unsere Regie. Vielen herzlichen Dank. Konstantin, ein Jahr AIDA Prima. Jetzt will ich von dir natürlich wissen, dein persönliches Fazit. Du hast ja selber mit einer großen Projektgruppe an diesem Projekt gearbeitet, bevor es denn überhaupt losging. Was sagst du jetzt so nach einem Jahr Kreuzfahrt neu entdecken? Also man kann natürlich jetzt tatsächlich sagen, nach einem Jahr als Fazit, das Konzept ist aufgegangen. Es wurde sich natürlich im Vorfeld wahnsinnig viele Gedanken gemacht, mit welchen Neuerungen wir mit diesem Schiff tatsächlich dann auch unsere Gäste begeistern können. Man machte sich sehr, sehr viele Gedanken, waren natürlich sehr, sehr viele Innovationen dabei, sehr, sehr viele Dinge, die wir so noch nicht kannten, wie zum Beispiel einen Beachclub, der tagsüber eine Chill-Out-Zone ist, abends allerdings dann sich zu einer Event-Location verwandelt, einem Four Elements mit einem Lazy River, auf dem man ganz gechillt auf einem Gummi Reifen sich entlang treiben lassen kann oder aber auch natürlich der Hochseilgarten, der dort integriert ist. Und erst zuletzt waren auch Osterferien bei uns an Bord. Wir hatten ganz, ganz, ganz viele Kinder und die waren alle mega glücklich, alle zufrieden. Und das zu sehen, das macht einen natürlich nicht nur glücklich, sondern ein Stück weit auch stolz. Und während die Kinder im Four Elements tobten, chillten die Erwachsenen und die Eltern im Beachclub. Und es war natürlich alles großartig zu sehen. Allerdings nicht nur das. Wir haben ja auch einen Nightclub hier an Bord mit Varieté, Cabaret. Wir haben eine fantastische Champagnerbar direkt vorne im Bug, unsere Spraybar. Viele andere tolle Dinge, tolle Gastronomie, ganz viele tolle unterschiedliche Restaurantkonzepte. Wir haben eine schöne Brasserie an Bord, ein französisches Restaurant, einen tollen Italiener. Ganz, ganz viele andere tolle Dinge, da könnte ich stundenlang erzählen. Also wenn ich das jetzt so höre, man kann dir auch stundenlang zuhören. Du bist ein echter Fan von diesem Schiff und wir dürfen es auch tatsächlich sagen. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, offiziell, es AIDA Prima ist dein Stammschiff geworden. Tatsächlich, ja, so ist es geplant. Darüber freue ich mich auch tatsächlich sehr. Nicht zuletzt, weil ich natürlich das Schiff gemeinsam mit dir in Dienst stellen durfte, sondern weil es natürlich ein fantastisches Schiff ist und es ist mir schon sehr ans Herz gewachsen. Konstantin, wir können darüber sprechen, dass wir sagen, AIDA Prima ist ein Mehrgenerationenschiff. Ja, es ist auch ein Ganzjahresschiff. Seit 12 Monaten ist es hier in diesen wunderbaren Destinationen in den Metropolen hier unterwegs. Aber darüber kann man ganz viel sprechen. Was mich jetzt persönlich allerdings interessiert, und ich glaube auch viele, viele Gäste, die uns kennen, die dich natürlich auch die letzten Jahre auch mitverfolgt haben, auch gerade auch hier auf AIDA Prima, mal einfach mal so zwischen uns, dein schönstes Erlebnis hier an Bord, ich meine, abgesehen von der Taufe, auch von dem heutigen Tag, von dieser unfassbaren Kulisse, Hamburgers Gastgeber, hast du da irgendwas für uns, was du erzählen kannst, wo du sagst, Mensch, das war der Hammer. Ich habe natürlich eine ganz besondere Beziehung und eine ganz besondere Bindung zu diesem Schiff und ich habe hier wirklich unzählige schöne Momente erlebt. Es gibt allerdings schon einen Moment, der so aus allen so etwas hervorsticht und es war natürlich der Tag der Flaggenübergabe tatsächlich. Ne? Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie wir tatsächlich auch hier vorne an der Lanai-Bar standen. Der komplette Schiffsrat war versammelt, die Senioroffiziere dieses schönen Schiffes. Und dann bekam unser Kapitän die Flagge überreicht. Er selbst überreichte, also unser Kapitän, der das Schiff in Dienst stellte, Detlef Harms, er selbst bekam die Flagge überreicht, gab diese dann weiter an unseren Bootsmann, an seinen zweiten Bootsmann. Der knüpperte diese dann an den Mast und dann wurde unter Ertönen der Nationalhymne die Flagge unter dem schwungvollen Kommando Raise the Flag gehisst und wir alle blickten natürlich dann zum Mast. Langsam ja, zog dann die Fahne nach oben und dann wussten wir alle, okay,
jetzt ist das unser Schiff, jetzt ist es unser Baby. Und da waren wir alle tatsächlich sehr, sehr berührt, allerdings auch sehr, sehr stolz. Und da muss ich sagen, das war schon ein ganz, ganz toller und sehr, sehr emotionaler Moment. Ich kann mich da tatsächlich noch anschließen und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du diesen Becher, der dich natürlich auch an diesen Tag auch erinnert, dass du uns den natürlich auch zur Verfügung stellst. Und irgendwann gegen Ende der Sendung werden wir auch wissen, wem wird denn dieser Becher und natürlich auch die ganz besondere Kachel gehören. Ja, in einem Jahr, AIDA, ist natürlich unglaublich viel passiert. Ich war selber, wie du natürlich auch, viele, viele Monate hier an Bord, über mehrere Einsätze verteilt. Bei mir waren es insgesamt 3 und durfte natürlich vieles erleben. Aber auch wenn wir beide nicht an Bord waren, ist einiges passiert. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir schauen gemeinsam, du, ich und unsere große Fangemeinde, auf 12 Monate AIDA Prima, der Schnelldurchlauf. Viel Spaß. Another year knocks at the door, another turn, a chance for more, count to 10 and you will see, you can be what you wanna be. Ich bin nicht zum ersten Mal auf so einem Schiff in der Crew. Ich habe das schon 1-2 Mal auch als Gastkoch gemacht. Und deshalb bin ich auch total entspannt, weil ich weiß, welche Qualitäten erstmal hier rauskommen. Und vor allen Dingen, dass die Queen-Chefs und Sous-Chefs wirklich mit einer exorbitanten organisativen Qualität wirklich gesehen sind. Das sind echt gute Köche. In troubles behind, live each day as if it's the last. Tonight's gonna be a blast. Die Olympischen Spiele sind für mich ein wahnsinnig großer Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Ich wünsche eine gute Reise, viel Erfolg und viel Spaß bei den Olympischen Spielen in Rio. Wir drücken alle Daumen, die wir in Hamburg zur Verfügung haben. Und nicht vergessen, 28. Dezember, 24 Stunden live, der große Jahresrückblick auf AIDA, über AIDA, mit AIDA. 3, 2, 1, wir sind 24 Stunden live auf Sendung! The sky is lighting up with joy, cause a new day's coming, a new life's coming. Everybody dance and cheer for a brand new year. The sky is lighting. Diese Party in der Form ist wirklich ein Experiment, eine Premiere. Machen wir das allererste Mal. Ich wünsche an allen Gästen heute Abend ganz, ganz, ganz viel Spaß und everybody dance and cheer for a brand new year. Ich bin aus einer alten Konditorenfamilie raus und ich habe das Backen quasi mit dem Löffel aufgenommen. Auf der AIDA Prima gefällt es mir so gut, dass ich auf alle Fälle nochmal wiederkomme und es wird nicht mein letztes Mal sein. Ich liebe es, auf Kreuzfahrtschiffen zu arbeiten. Es ist natürlich was anderes. Man ist in Urlaubsstimmung. Das macht natürlich ist ein ganz anderes Feeling. Hier sind für Sie der Produzent Andreas Banz, der Regisseur Robert Thalheimer und der Schauspieler Winfried Glatzeder. Was für ein unglaubliches Bild, AIDA Prima im Hafen von Hamburg, direkt vor den Landungsbrücken, so wie es sein soll. Auge und Kussmund, schön, wirklich schön angestrahlt und natürlich auch eine tolle Lichtinstallation, auch wieder bei uns an Bord. Auch darüber werden wir ganz kurz nochmal sprechen. Ich habe mir sagen lassen, alleine 3 Kilometer Kabel, glaube ich, an Land verlegt, 10 Kilometer Kabel an Bord, ich weiß es nicht. Und wir sehen schon die Menschenmenge, sie werden immer mehr. AIDA Prima ist und bleibt ein Zugpferd, ein Magnet hier im Hamburger Hafen. Das haben wir auch die letzten 12 Monate sehen dürfen. Aber heute natürlich steht
alles im Zeichen des Hafengeburtstages. Und in wenigen Augenblicken ist es dann auch soweit, das große AIDA-Feuerwerk. Konstantin, wir haben es gerade gesehen, es gab unglaublich viel, was wir an Bord gesehen haben. Im Rahmen unserer 24-Stunden-Sendung, der große AIDA-Jahresrückblick, den wir gestern gemacht haben, haben wir natürlich auch versucht, so viel wie möglich reinzunehmen. Dein persönliches Highlight, wo du sagst, boah, das habe ich gerade noch mal gesehen. Ach ja, was war das? Ja, Highlights gab es ja tatsächlich sehr, sehr viele. Allerdings eines, was da hervorsticht, war natürlich aus meiner Sicht natürlich die Eisbahn. Oben auf dem Sportdeck, das fand ich tatsächlich großartig, wie wir dort diese Eisbahn errichtet haben für unsere Gäste in Kooperation mit Holiday on Ice. Hattest du die Möglichkeit, jemals aufs Eis zu gehen? Hast du es mal ausprobiert? Aber natürlich, das haben wir natürlich gemacht. Irgendjemand okay. musste ja die Eisbahn ja auch am Anfang mal testen. Natürlich. Da habe ich mich natürlich zur Verfügung gestellt und das ist großartiger Spaß gewesen. Allerdings natürlich nicht nur für mich, viel, viel wichtiger für unsere Gäste, klein wie groß. Das war echt fantastisch und es gab eine bezaubernde Weihnachtshütte, wo sich die Gäste auch stärken konnten, bei Glühwein, bei mit Schokolade überzogenen Bananen und vielen anderen Leckereien. Also das war tatsächlich großartig, weil wir sind ja tatsächlich ganzjährig ab Hamburg gefahren, ja, auch im tiefen Winter. Und viele fragten sich, ja Mensch, wie würde das wohl werden? Allerdings, das hat fantastisch funktioniert. Viele glückliche Gäste, eine Eisbahn, großartig. Ja, schließe ich mich an. Ich durfte ja selber mal ganz kurz aufs Eis gehen. Mein persönliches Highlight, wenn du mich jetzt danach fragen würdest, ich kann dir sagen, frag mich mal. Stefan, was war eigentlich tatsächlich dein persönliches Highlight? Ich bin so froh, dass du mich fragst, lieber Konstantin, denn auch Ihnen möchte ich das gerne sagen, tatsächlich das Treffen der Mega-Generationen. Ja? Als AIDA Cara mit AIDA Prima gleich aufgezogen ist. Das war für mich ein unfassbar emotionaler Moment, weil das kam, man hat es gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ne? Klar, ein paar Tage vorher kommt es, also okay, AIDA Cara trifft AIDA Prima. Aber dieser Moment, oben bei Kapitän Jens Janauschek auf der Brücke zu stehen, dann diese Filmaufnahmen gegenseitig sich zu filmen, die Filme dann auch auszutauschen von unseren TV-Teams und das auch für unsere Gäste festzuhalten. Am nächsten Tag das gemeinsame Auslaufen mit AIDA Prima und AIDA Cara. Start in die erste Selection-Reise, ebenfalls mit einem Feuerwerk. Und da muss man wirklich dazu sagen, ein Feuerwerk geht immer und das muss auch sein, wenn irgendwo was Besonderes mit AIDA passiert. So natürlich auch heute. Ja, Konstantin, 828 Jahre, der große Hamburger Hafengeburtstag. Wie die Hamburger feiern, das sieht man hier ganz gut. Du und die so, Hamburger, die können feiern, oh wie ja. man sieht. Ja. Oh ja, ich meine, wir als Münchner wissen auch, wir haben da auch so ein kleines Dorffest bei uns unten in München. Aber das, also das ist schon wirklich echt der Hammer. Das muss man sagen. Guck mal, sogar da oben bei uns am Skyberg, da stehen sie und winken kräftig rüber. Konstantin, wie feiert ihr denn morgen bei uns an Bord? Morgen haben wir natürlich Einjähriges, das müssen wir ordentlich feiern. Das tun wir natürlich gemeinsam mit unseren Gästen. Dort haben wir eine wunderbare einstündige Gala am Nachmittag. So starten wir dann und tatsächlich im Anschluss stoßen wir natürlich mit unseren Gästen an. Ich weiß und so viel kann ich verraten, es wird natürlich die größte Torte geben, die jemals auf einem AIDA-Schiff unseren Gästen präsentiert worden ist. Und ich hoffe natürlich, dass ich am Ende mir auch noch ein Stück Torte greifen kann. Und am Abend feiern wir natürlich noch ein rauschendes Partyfest oben im Beachclub, ganz im Thema Gold und Silber, ein Jahr AIDA Prima. Und darauf freuen wir uns schon alle sehr. Das wird großartig. Ja, einige Gäste haben ja die Chance, mit dabei zu sein auf dieser ganz besonderen Kurzreise. Wohin geht denn AIDA Prima jetzt nach dem heutigen großen Festival hier bei uns im Hamburger Hafen? Ja, heute Abend geht's los. Zunächst einmal ein Seetag, dann nach Southampton, von dort für unsere Gäste nach London ein weiterer Seetag. Und dann sind wir schon wieder in der Freien und Hansestadt Hamburg. Okay. Konstantin, ich höre gerade, die Lichtshow hat begonnen. Wir wollen natürlich jetzt auch mal ein paar Eindrücke unseren Gästen im Internet und auf unseren anderen Schiffen, wo unsere Gäste zuschauen und die Besatzung natürlich ebenfalls mal eine schöne Eindrücke zeigen von AIDA Prima und dieser unglaublichen Lichtinstallation. Momentan sehen wir noch, oh, man sieht es, die Skyscratcher. Da tut sich schon einiges.
jetzt nochmal direkt von unserer Lanai Bar. Auf AIDA Prima. Wir sind mitten dabei bei den großen Feierlichkeiten zum 828. Hafengeburtstag und morgen dem einjährigen Geburtstag von AIDA Prima. Meine Damen und Herren, was für ein Spektakel, eine wirklich eindrucksvolle Lichtshow. Sie haben es gesehen, alles synchronisiert, das Licht an Bord. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, 10 Meter Kabel wurden hier an Bord verlegt. 1077 Lichter wurden auf dem Schiff entsprechend aufgebaut, um das Ganze so zu illuminieren, dass wir auch wirklich was davon haben. Und neben mir steht immer noch unser und ihr General Manager Konstantin Burkemper. Konstantin, ich sage ja, jetzt wollen wir es verraten, ich sage ja nie Konstantin zu ihm, ne? Wie sage ich denn immer? Ich sage immer Konsti. Jetzt sage ich es einfach mal so. Konsti, wie schaut es heute Abend aus? Wo schaust du dir das Feuerwerk an? Ich werde jetzt zu unseren Gästen gehen, rauf auf das Oberdeck und von dort tatsächlich mir das Feuerwerk ansehen. Okay, dann würde ich doch einfach mal sagen, lieber Konstantin, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, dir deinen persönlichen Lieblingsplatz in Ruhe vorzunehmen. Schau dir das Feuerwerk in Ruhe an. Ich werde unseren Gästen in wenigen Augenblicken noch ein bisschen erzählen und sage einfach mal vielen Dank, dass du heute Abend für uns und unsere Gäste hier der Gastgeber an Bord von AIDA Prima bist. Noch ganz, ganz lange sein wirst du auf deinem Stammschiff und mit ein paar schönen Bildern aus dem Hamburger Hafen verabschiede ich mich jetzt erstmal nur von unserem Konstantin Burkemper, unserem General Manager und wünsche dir weiterhin eine tolle Fahrt, eine gute Fahrt mit, ich sag's mal so, unserem Schiff, tolle Gäste und natürlich einer weiterhin glücklichen und zufriedenen Besatzung. Konstantin, vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Bis dann. Danke. Ah, ist ein bisschen emotional, meine Damen und Herren. Ich weiß, letztes Jahr stand ich mit meiner Kollegin Alexandra Karl hier genau an derselben Stelle, um das natürlich auch entsprechend einzuleiten. Und ich weiß noch, wie wir da standen und auf den Monitor geguckt haben und gesagt haben, die Taufpatin kommt. Und auch gerade eben bekomme ich von der Regie die Info, nur noch wenige Sekunden. Und dann startet das große AIDA-Feuerwerk mit einem unglaublichen, also es ist auch wieder 15 Minuten lang. Es sind mehr als 1500 Feuerwerkskörper und 5000 große Feuereffekte mit Figureneffekten wie Herzensmilies. Ach, was soll ich einfach sagen? Das muss man gesehen haben, meine Damen und Herren. In knapp 18 Sekunden geht es los. Für alle, die mich kennen, die werden sagen, der überzieht doch eh. Ich glaube, mir bleibt an dieser Stelle nichts anderes übrig, als zu sagen, ich halte einfach mal die Klappe, denn das Licht geht aus und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei einem sensationellen AIDA Feuerwerk 2017 zum großen Hafengeburtstag und zum ersten Geburtstag von AIDA Prima. Viel Spaß!
Was für ein Moment hier zum 828. Hafengeburtstag von, ja, ja, von einem weiteren Feuerwerk, meine Damen und Herren. Was soll ich Ihnen sagen? Man steht hier wirklich auch auf dem Schiff, guckt nach oben, hat vor sich das Schiff, dahinter ganz oben das Feuerwerk und im Hintergrund Hunderttausende von Menschen, die das wunderbare Feuerwerk mit einem sensationellen Applaus quittiert haben. Hinter uns im Hamburger Hafen, meine Damen und Herren, spielen Sie Time to Say Goodbye. Und das ist auch für mich das Zeichen, mich an dieser Stelle bei Ihnen dafür zu bedanken, dass Sie wieder einmal bei einer weiteren Live-Sendung hier uns auf Facebook begleitet haben. Dankeschön an alle, die natürlich auch geschrieben haben. Hören Sie nicht auf, unter Hashtag AIDA Celebration uns zu schreiben. Das können Sie alles unter www.aida.de/Hafengeburtstag nachlesen. Und soeben reicht mir die Regie auch die beiden Namen, die sich sowohl Kachel als auch den Trinkbecher aus Holz aus Japan teilen dürfen. Anja Trinks, mit dem Nachnamen kann man nur einen Becher bekommen. Anja Trinks, Sie bekommen den Becher. Und Silvia Wiedel, Sie bekommen die Kachel. Sie haben uns den Hinweis geschickt, 20 Jahre Hochzeitstag. Naja, wir sind fast genauso alt. Letztes Jahr 20, jetzt 21 Jahre. Und im 21. Jahr, meine Damen und Herren, liebe Gäste, damit ich es nochmal gesagt habe, dass, meine Damen und Herren, liebe Gäste, darf ich es jetzt schon sagen, die nächste Veranstaltung, zu der wir uns hoffentlich so wiedersehen, wenn nicht sogar an Bord, ist der 30. Juni 2017. Und dann vor einer anderen, aber nicht minder eindrucksvollen Kulisse, nämlich der Kathedrale von Palma de Mallorca, wenn das Schwesternschiff von AIDA Prima mit der Taufpatin Lena Gerke und unserem Taufkapitän Boris Becker feierlich sozusagen das Licht der Welt erblickt. Ich hoffe, Sie sind auch da mit dabei. Ich sage stellvertretend im Namen von AIDA Cruises, stellvertretend im Namen der Schiffsleitung, unserem Kapitän Jens Janauschik und der gesamten Besatzung. Dankeschön, Hamburg. Ihr wart, ihr seid großartige Gastgeber. Schön, dass wir auch dieses Jahr wieder hier vor dieser eindrucksvollen Kulisse mit euch Hamburgern und mit allen, die dazugekommen sind, feiern dürfen. Und feiern, das dürfen Sie gerne zu Hause, das dürfen Sie gerne auf den anderen Schiffen, das dürft ihr, liebe Schweinsfiletfresser, bei euch drüben im Beachclub. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße. Natürlich auch. Und wir tun das hier an Bord auch. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und freue mich auf ein nächstes Mal. Schiff ahoi und toi 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 mit den besten Grüßen von AIDA Prima. Und morgen, denken Sie an uns, da feiern wir Geburtstag. Stoßen Sie auf uns an. In diesem Sinne, zum Wohl.